5 Mose. Kapitel 11. So sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und sein Gesetz, seine Weise, seine Rechte halten dein Leben lang. Und erkennet heute, was eure Kinder nicht wissen noch gesehen haben, nämlich die Züchtigung des Herrn, eures Gottes, seine Herrlichkeit, dazu seine mächtige Hand und ausgereckten Arm. Und seine Zeichen und Werke, die er getan hat unter den Ägyptern, an Pharao, dem König in Ägypten, und an alle in seinem Lande. Und was er an der Macht der Ägypter getan hat, an ihren Rossen und Wagen, da er das Wasser des Schilfmeers über sie führte, da sie euch nachjagten und sie der Herr umbrachte bis auf diesen Tag. Und was er euch getan hat in der Wüste, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Was er Datan und Abiram getan hat, den Kindern Eliabs, des Sohnes Rubens, wie die Erde ihren Mund auftat und verschlang sie mit Gesinde und Hütten und allem ihrem Gut, das sie erworben hatten, mitten unter dem ganzen Israel. Denn eure Augen haben die großen Werke des Herrn gesehen, die er getan hat. Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf dass ihr gestärkt werdet, hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht, dass ihr's einnehmet. Und dass du lange lebst in dem Lande, das der Herr euren Vätern geschworen hat ihnen zu geben und ihrem Samen, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Denn das Land, da du hinkommst, ist nicht wie Ägyptenland, davon ihr ausgezogen seid, da du deinen Samen sehen und selbst trinken musstest wie einen Kohlgarten. Sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt. Auf welch Land der Herr, dein Gott, Acht hat und die Augen des Herrn, deines Gottes, immer da sehen, von Anfang des Jahres bis ans Ende. Werdet ihr nun meine Gebote hören, die ich euch gebiete, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und ihm dienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, deinen Most und dein Öl. Und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esset und satt werdet. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht überreden lasse, dass ihr abweichet und dienet anderen Göttern und betet sie an. Und dass dann der Zorn des Herrn erbringe über euch und schließe den Himmel zu, dass kein Regen komme und die Erde ihr Gewächs nicht gebe und ihr bald umkommt von dem guten Lande, das euch der Herr gegeben hat. So fasset nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand, dass sie ein Denkmal vor euren Augen seien. Und lehret sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzest oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Dass du und deine Kinder lange leben in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat ihnen zu geben, solange die Tage vom Himmel auf Erden wären. Denn wo ihr diese Gebote alle werdet halten, die ich euch gebiete, dass ihr danach tut, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und wandelt in allen seinen Wegen und ihm anhanget. So wird der Herr alle diese Fürchter vor euch leer ausstoßen, dass ihr größere und stärkere Völker vertreibt, denn ihr seid. Alle Orte, darauf eure Fußsohle tritt, sollen euer sein, von der Wüste an und von dem Berge Libanon und von dem Wasser Euphrat bis ans Meer gegen Abend soll eure Grenze sein. Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land kommen lassen, darauf ihr tretet, wie er euch verheißen hat. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, so ihr gehorchet den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweichet von dem Wege, den ich euch heute gebiete.
dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, da du hineinkommst, dass du es einnehmest, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf dem Berge Ebal. Welche sind jenseits des Jordans, der Straße nach gegen der Sonnenniedergang, im Lande der Kananiter, die auf dem Blachfelde wohnen, Gilgal gegenüber, bei dem Rhein More. Denn ihr werdet über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommet, das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gegeben hat, dass ihr's einnehmet und darin wohnet. So haltet nun, dass ihr tut nach allen Geboten und Rechten, die ich euch heute vorlege.